Moin Moin, herzlich willkommen liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Let's Play The Forest, wo hier gerade fünf Kannibalen vorbeigerannt sind. Fünf Kannibalen sind ein bisschen zu viel. Und da hinten läuft eine Truppe Ureinwohner. Ich habe es ja in der letzten Folge gesagt, mich stört es jetzt gar nicht, wenn wir mal ein bisschen Besuch bekommen, aber das sind auch recht viele, ne? Ja, räumen wir auf, wa? Dafür nützen Lokschlitten ja, glaube ich, nichts. Das müssen wir jetzt tatsächlich abbrennen. Da müssen wir erstmal das Feuerchen anschmeißen. Es wird langsam dunkel. Kannst du es nicht anzünden? Doch, geht. So, holen wir uns den nächsten. Und dass wir die Coke getrunken haben, war so eine gute Idee. Ist ja ziemlich weit weg, ne? So, the next one. Also drei liegen da oder vier, ich weiß nicht genau. Ja, unsere schöne Hütte, ne? Schockt schon. Da haben wir auch echt schon was an Holz hier verbraten, alle Achtung. Den letzten holen wir auch noch, ne? Heißt dann auch, wir haben drei neue Lampen. Ist ja schon weg. Versehe ich ihn nicht mehr. Zu dunkel. Kann sein, dass hier noch irgendwo ein Gestrüpp rumliegt, aber ich sehe es nicht. Ja, das muss er doch gewesen sein. Obwohl ich es nicht gesehen habe, der war es gut getarnt. Naja, wir sollen uns mal erstmal gleich schlafen legen. Den nächsten Morgen abwarten. Okay, Knochen können wir aktuell schon wieder nicht mehr aufsammeln. Schmeißen wir hier erstmal welche rein, solange noch welche reinpassen. Und dann können wir es auch noch ein bisschen hier craften. Ne? Also wir haben irgendwie aktuell ein bisschen
bisschen was verloren an Rüstung. Die müssen wir wieder auffüllen. Zwei haben wir davon als Ersatz und hiervon haben wir sogar fünf. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal ein paar hiervon, damit wir auch davon dann, wenn wir wieder Lurch finden, wenn wir durchsuchen, würden wir auch Lurch finden, aber aktuell läuft uns immer so viel über den Weg, dass wir nicht extra suchen müssten. Die Blätter haben wir en masse. Ja, also die hätte ich vorher irgendwie anzünden müssen. Ich weiß nicht genau. Hat nicht so richtig funktioniert. So, vielleicht stellen wir für den nächsten Morgen auch schon mal wieder ein Töpfchen Wasser aufs Feuerchen. Ja, dann können wir zwei neue Lampen im Haus verteilen. Vielleicht gleich drei. Hungrig, finde etwas zu essen. Wir haben noch eigentlich zu essen. Aber nichts Frisches auf Tasch. Und wenn wir uns eh gleich schlafen legen, brauchen wir jetzt auch nichts mehr essen. Sonst werden wir noch dick. Wir können auch Fische fangen. So, da haben wir es doch. Drei neue praktische Fackeln wollen wir aufstellen. Und ich weiß auch nicht, ich überlege natürlich auch in Zukunft, die noch rundherum bei den Eingängen irgendwo hinzustellen, dass wir das alles Gelände hier ein bisschen besser ausgeleuchtet ist. Hier würden theoretisch auch noch ganz gut zwei sich unten machen im Keller. Hier werden wir jetzt gleich mal weiter gucken. Hier haben wir noch gar nichts. Und oben natürlich auch nicht. Wo sind die denn noch? Waren die hier irgendwo ein bisschen? Hier noch eigentlich alles. Da könnte ich auch Rüstung sammeln. Ja, ich habe schon wieder vergessen. Das ist zu lange her. TV Stars, 5 Dice. Ja. Aber die wissen, dass wir doch sozusagen noch am Leben sind. Sowas macht ja auch keinen Sinn. Sowas möchte ich hier auch nicht haben. Ich weiß ja nicht, ob es uns was bringt, ob es das ja, die hier ab. Virginia. Virginia ist die. Was ist denn Virginia? Ja, das ist alles leider auf Englisch. Möchte ich jetzt nicht lange übersetzen. Hier kann man noch mal ein bisschen sich schlau lesen, vielleicht, wie die Bomben und so funktionieren, was man wie craften kann. Schneeschuhe halte ich jetzt in unserer Region hier erstmal für überflüssig. Die ganzen unterschiedlichen Heilungsmöglichkeiten, das war so irgendwie Naturguide. Weiß ich auch nicht, was man da alles noch machen kann, abgehakt werden könnte. Großer weißer Hai. Da können wir auf jeden Fall noch so einiges rausfinden in den nächsten Folgen. Ja, ein paar Fotos haben wir hier gesammelt. 82. Auch nicht schlecht.
Ja, wo ist denn das eigentlich? Ich wollte doch wegen diesem Bett auch noch mal gucken. Wieso finde ich das denn nicht? Was hat man hier noch? Explosivholder und Weapon Rack. Skin Rack. Armor Rack. Naja, gut, ein Pfeilekorb. Und ein Knochenkorb, das kennen wir natürlich schon. Hier die ganzen Buildings. Kennen wir ja auch alles, auch nichts Neues zugekommen. Dazwischendurch war ja schon mal wieder ein Update. Nö, finden wir hier nicht. Hier ist das Bett. 17 Stöcke, ein Seil und 4 Hasenfelle. Und dann hätten wir so ein richtig schönes, schickes Bett. So, und hier ist unsere Lampe. Ich kann nicht auch die Decken, ich krieg's nicht an die Decke. Ich krieg das nicht an die Decke. Da nicht. Da doch nicht. Aber ich bin froh, dass wir sie da noch gefunden haben. Oh, da haben wir das erste Licht. Hin. Vor allem, das ist echt das Schöne, die leuchten immer. Jede Nacht haben wir Licht. Das muss man einmal bauen und hat man's. Jetzt werden wir gleich nicht mehr genug Stöcke haben. Eine Lampe könnten wir noch setzen. Vielleicht schon in die Ecke, wo eigentlich die Hütte jetzt doch ein bisschen ausgeleuchtet ist. Vielleicht kommt im Keller noch erstmal eins. Oder irgendwo rundherum, wo es sowieso auch immer dunkel ist. Könnte man eigentlich hier unten gut hinsetzen. Ja, jetzt fehlt mir tatsächlich Stöcker. Selbst jetzt kriegen wir keine von hier unten. Holen wir uns die doch hier einfach. Kann man sogar die mit dem Stock wegkloppen. Ach, jetzt habe ich hier welche rausgenommen, ne? Das ist aber schon mal nicht schlecht. Trotz, wir verhungern gerade. Das war knapp. Lohnt ja auch fast gar nicht mehr zum Schlafen gehen jetzt, glaube ich. Ne? Es wird sowieso bald hell. Wenn wir schlafen gehen, haben wir wieder einen kompletten Energieverlust. Wir können also hier noch was craften, ne? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Ein Knochen zu wenig und einer davon zu viel. Ja, Fische braucht man so nicht fangen. Aber finde ich gut. Wir müssen eigentlich in Zukunft ein paar mehr Dorfbewohner so kriegen. Und vielleicht sollten wir draußen irgendwo dann auch noch ein Feuer machen, dass wir nicht immer ganz so weit rennen müssen. Und wir brauchen noch ein bisschen was an Holz da oben. Kriegen wir die Hütten noch dicht. Ja, was ein Bauwerk, ne? Alle Achtung. Da haben wir noch ein bisschen was vor. Konnten wieder ein paar neue Fackeln setzen heute. Gefällt mir sehr gut.
Wir müssen überlegen, wie lange geht die Nacht wohl noch? Sollen wir uns rauswagen im Dunkeln? Bin ich natürlich noch nicht ganz so der Freund von. Wir haben also Stöcker, so viele. Was machen wir mit so vielen Stöckern, bitte? Wir könnten auch irgendwie rundherum so einen Zaun bauen, ne? Noch einen kleinen Minischutzwall sozusagen. Bringt aber auch nicht viel. Das ist sowieso das Schickste hier. Und wir haben hier hinter natürlich im Zweifel noch ein bisschen mehr Bauplatz. Ne? Also wir könnten hier noch irgendwas Hohes bauen. Ein ähnliches Haus. Na, nicht so groß natürlich, nur die Hälfte von der Breite vielleicht. Also und dann so ein zweites Hochhaus und oben irgendwo mit dem Übergang verbinden. Das wäre es natürlich. Könnt ihr mal schreiben, was ihr von dem Vorschlag hält. Wenn ihr Bock habt, würde mich freuen, wenn ihr eure Meinung abgibt und das Spiel ein bisschen mitgestaltet. Denn ich würde sagen, für heute gestalten wir nicht mehr viel. Die Nacht ist gleich zu Ende, wir werden uns am nächsten Tag wiedersehen und werden dann Restholz holen, um oben zu Ende zu bauen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, würde mich freuen über einen Kommentar und einen kleinen Like. Und wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid, schönen Abend noch und tschüss.